Willkommen zurück zu Sonic und die geheimen Ringe. Ihr habt mir geschrieben, ich soll erstmal die erste Welt erledigen. Wir brauchen ja in jeder Welt einen Weltenring und gut, wenn er drauf besteht, dann mache ich erstmal Ringe sammeln. 99 Ringe hier bei Sand Oasis. Sonic braucht ja die 7 Weltenringe, damit er sich wieder von seiner Flamme in der Brust lösen kann. Und deswegen habe ich beschlossen, machen wir es halt so. Ich spiele eine Welt so weit, bis wir den Weltenring haben. Wann das ist, welche Missionen optional sind, das müssen wir doch mal sehen. Ich habe schon gesehen, dass wir nach hinten konnten. Jedenfalls habe ich hinter Sonic ein paar Ringe und Krüge und was weiß ich hier alles gesehen. 99 Ringe haben wir jetzt schon bei Dinosaur-Dingsbums uns geholt. Ist hoffentlich hier vielleicht nicht noch schwieriger. Ja, du kannst auf jeden Fall ein Stück langsamer machen. Also sind 99 alle Ringe? Oder brauche ich nur insgesamt? Das heißt, wenn ich einmal in die Stacheln rennen würde, wäre alles Käse. Hätte man schon verloren. Aber hier den silbernen Ring. Darf auf keinen Fall verpassen. Da bringt nämlich gleich mehrere. So, Feuerseele. Na, hier ist doch einiges. Yes, yes, yes. Alles cool. Ich glaube, wir liegen voll im Rahmen. Ich liege bestimmt meilenweit daneben, aber ich glaube jetzt einfach mal, dass wir gut dabei sind. Für meine Möglichkeiten. Ja, wo sind denn die ganzen Ringe? Also vorhin konnte man nach oben, habe ich gemerkt. Ja. Nee, der muss den Schalter aktivieren, damit die Ringe auftauchen. Aber auch nur saukurz. Verdammt nochmal. Aha. Könnte trotzdem reichen, so langsam. Und da sind wir wieder am Anfang. Oder? Ringe oder Erfahrungsdinger? Sonst wäre ich nochmal ein Stück zurückgegangen. Habe ich kein Problem damit. Nee, hier ist fertig. Wie er es nicht fertig kriegt. Hätte man milliardenmal besser machen können, aber wir haben es geschafft und damit in die nächste Mission. Sand Oasis. Weil hier gab es sogar einen Boss. Luftmobilität. Seitliche Bewegungen in der Luft werden ausgeglichen. Ja. Dann hau mal raus, du. Jede Menge neue Missionen. Eieiei. Wollt ihr mir das antun? Ich würde es eigentlich schon begrüßen, wenn wir heute Sand Oasis fertig kriegen und das andere. Versuchen wir möglichst weit unten immer zu bleiben. Besiege 20 Geister hier. Wir wissen ja, dass es noch ein Ticken härter werden kann, ne? Das haben wir schon gelernt. Letzte Part war schon ein bisschen anspruchsvoller. Bei Dinosaur, bei den Dinos. Was, 20 Geister? Na egal, die sind ja keine Challenge an für sich, oder? Ach Quatsch, wer wird denn gleich? Ich denke mal, die meisten liegen da so ein bisschen krumm auf dem Weg, die Pappnasen, die Pappenheimer, Alzheimer. Sag ich doch. Keine Herausforderung. Ich hoffe mal, dass es so bleibt. Ach, der braucht sogar zwei Schläge. Ein richtiger Rambo bist du. Ein Schmierfink. So, 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 so. Na, bah. Tschüss, Mann, sag ich nur. Ringe und Co. brauche ich nicht. Gib mir die Gegner. Affig. Wo sind sie? Oh. Ne, da gehe ich lieber zurück. Das kriegen wir schon hin. Komm. Let's speed. Habe ich denn überhaupt noch was zum Grinden? Das sieht nämlich nicht so aus. Tschüss, Mann. Bye, bye und guten Morgen. So will ich das sehen. Keine Ahnung, ob es mehr als 20 sind, aber ich tue halt, was ich kann. Ich glaube aber, es sind mehr als 20. Das ist immer schon
hier so parademäßig hier vor uns liegen haben, dann Arsch doch mal, die teleportieren sich weg. Ich glaube, die haben sich hinter mich teleportiert. Dann bleibt ihr verschont. Ah, das ist so büßen. Hat er mich da in die Stacheln gelenkt, die Nase. Yes. Mhm. Bams. 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 Noch zwei und dann haben wir es geschafft. Black Speed. Nehmen wir die doch. Wow. Nehmen wir doch ein Experiment da. Lass das bleiben. Halt mich zum Narren. Jetzt hör mal auf. Der Kollege will mich immer noch für dumm verkaufen. Hat er mich getroffen? Ich will dich treffen. Mann. Das war mal wieder eine Geburt. Das tut mir leid. No problem, sagt er. Dann ist ja in Ordnung. Yeah. Mal sehen, wann wir den Weltenring bekommen. Keine Zwischensequenz, ich habe schon fast damit gerechnet. Müssen wir das machen? Ja. Es ist, wie es ist. Es sei, Haferbrei. Gegen die Zeit. Warum? Was geht denn da Feines ab? Erreiche in 120 Sekunden das Ziel. I do my best. Fuck the rest. Ladezeiten! Oh yeah! 3, 2, 1, go! Kannst ruhig ein bisschen Speed machen, das ist kein Problem hier. Mehr Glück als Verstand bis hierhin. Ah ja, die halten einfach nur auf. Aber noch habe ich es bestimmt nicht verbockt. Kommt noch. Ob ich grinde oder renne, macht ja in der Situation keinen Unterschied. Höher springen! Bams! Bams! Zeit, sie rast. Unerbittlich! Ach, die Zeit läuft weiter. Mhm. Ja, sicher das. Das ist natürlich dann interessant. Das ist interessant. Rechtzeitig schalten und agieren und springen. Muss ich auch den Sprung aufladen und so, ne? Das ist. Da hinten noch das ganze Dschungelgedöns. Die Zeit wird schon ziemlich knapp, du. Gibt's keine zwei Meinungen. Quietsch. Achtung, Igel hat's eilig. Was will ich eigentlich mit euch? Komm weiter, weiter, weiter. Renn durch. Renn. Ich glaube, da vorne ist das Ziel. Ja, in der Tat. Nein! Na gut, könnten wir vielleicht trotzdem noch hinkriegen. Ich will es natürlich spannend und knapp und alles machen, ne? Aber in Ordnung. Was mache ich hier nur? So, ein erneutes Extra-Buch. So, ich glaube, da sind wir schon ziemlich weit. Vielleicht eine Zwischensequenz? Not something you see every day, huh? That must be a monster summoned forth by the Eraser Djinn. Shara, can't you do something about it with your magic? I'm sorry, Sonic. My magic is no match for that of the Eraser Djinn. Okay, then. Guess I'll just have to deal with him the old-fashioned way. And hey, don't look so glum, Shara. I'll have you smiling by the end of this. And that's not me ordering you as your master. That's a promise from me to you. Yes, all right. All right!
Let's do it! A promise. Keine Zeit für Gefühlsduselei. Da ist gerade ein fettes Monster aus dem Sand gekommen. Sand Scorpion. Also, das muss ich machen, um den Weltenring, den ersten, zu bekommen. Dann komm mal her, Kumpel Injo. Er ist ganz schön zäh. Warum? Wie viel hast du denn schon ihm verletzt irgendwie oder getroffen? Also die Augen scheinen ein offensichtlicher Schwachpunkt zu sein. Aber wie komme ich da am besten hin? Das sah eigentlich eben ganz gut aus. Bams! 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 Ich bleib am Ball! Ich weiß nicht, ob das überhaupt regulär war, dass ich den gleich zweimal hatte, aber... Ey, om nom nom! Was hat das Auge? Zähne? Muss ich noch dazu was ergänzend sagen, oder was? Na, Schätzelein, komm her. Was jetzt? Muss ich wieder einfach nur warten, oder macht er nochmal was Geiles? Ich weiß! So wie eben, oder was? War das richtig? Meint. Bams! Dann musst du zum Zahn- und Augenarzt gleichzeitig. Tja. Und Sonic entschuldigt sich noch. Verzeihung, aber du warst mir im Weg. Okay, ich bin zufrieden. Was nun? Erstmal abgrasen hier. Ja, geil, geil, geil. Alles Könner. Ich guck mir das gleich nochmal an. Und nun? There it is, Sonic! So that's... This must be one of the seven world rings the Eraser Jin spoke of. Huh? I can't pick it up. Ow! When darkness descends upon the Arabian Nights, the legendary blue hedgehog from another world shall come. Me? Legendary? You've got to be kidding. You're gonna make me blush. When the seven rings that control the worlds are gathered, the portal between the worlds shall open. But the life of the collector of the rings shall be offered up in sacrifice as the key for that control. That is what is written in the newest chapter of the Arabian Nights. Say what? I'm supposed to be a sacrifice? That I cannot say for sure, but I do believe that these world rings hold the key to some kind of mystery. And I think that we need to collect them to get to the bottom of this mystery. Well, considering that I still have this arrow in me to worry about, I guess I'm in a pinch either way, right? I'm sorry. It's my fault that all of this is happening to... Hey, don't worry about it. Besides, don't you know how fast I am? Time may fly, but I'm even faster. Du hast den gelben Weltenring. Tolle Wurst! Kann man den essen? Schön. Gut, dann machen wir mit Dinosaur Dschungel weiter. Ich guck dann auch gleich mal... Sondermission. Zerbrich 5 Geistereier. Was wir denn noch ausrüsten können, so Schönes? Wie viele Punkte habe ich noch? 10. Oh. Alles Könner klingt sehr gut. Ja, vielleicht nicht. Was noch? Bremsen.
Nimm den. Gut. Dann auf in Dinosaur Jungle. 5 Geistereier? Seit wann können Geister Eier legen, du? Ich runzle mir die Stirn, aber meinetwegen. Da kriegen wir in diesem Part heute 2 Weltenringe. Das hätte schon Style. So, wie sehen die Geistereier denn überhaupt aus? Sag mal. Hier da. Könnte gut möglich sein. Jetzt geht doch mal zurück. Geht nicht, ne? Ich glaube nämlich, dass es eins war. Probieren es gerade nochmal. Sah auf jeden Fall so aus. Also Geister sind unsere Gegner generell. Schon passiert. Das war die Nummer 1. Da hinten sehe ich das zweite. Ne, ist eine Feuerseele. Achtung, hey, das... Da springt der echt noch darunter. Lag doch voll auf dem Weg. Ich habe versucht abzubremsen, aber nein. Kein Bock. Was man hier alles mitmachen muss. Ja, Sonic, ei, ei, ei. Also er stirbt auf jeden Fall. Heißt es quasi. Entweder wird geopfert oder das Flammenherz ownt ihn. Spring doch mal. Kein Bock zu springen. Stattdessen dahin. Ist man vorbeigelaufen? Ist es schwer, hier auf dieser Welt zurückzukehren? Go. Muss man da hinkriegen können. Wahrscheinlich, wenn ich den bashe. Perfekt. Das war die Nummer 1. Das ist die 2. Lauf doch nicht so schnell dran vorbei, Mann. Mach mal locker. Nur die Ruhe. Wollte gerade sagen, ich will da rein. Schlaucht. Es schlaucht. Hier noch irgendwas? Ich würde ungern etwas verpassen. Was haben wir hier? Nee. Bringt Ringe. Und weniger Übersicht. Skandal. Dann mach doch nicht so schnell. Kann ich auch nicht entscheiden. Entweder ist mir zu schnell oder zu langsam. So, wo ist die Nummer 3? Wäre Zeit, oder? Hoff und denke mal, dass wir keinen übersehen haben. Ja, hier bei den Wasserpassagen wird wohl kaum was sein. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das. Ey, sag mal. Nee, er war doch zerstört. Ich hatte schon gerade Bedenken. Ich habe mal Glück gehabt. Da sehe ich die Nummer 5. Tu nichts und überleg das. Bams. 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 Und der Fisch ist rasiert. So sieht's aus. Huiuiui. Es wird nicht einfacher, aber... alles cool. Alles gut. I am zufrieden. Kann man das so sagen? Rasches Grinden. Nicht zwingend. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus, was wir hier gemacht haben. Hey, look at that! It's another one of the 7 World Rings. Oh! This power! This must be what has driven the spirits mad, I think. It is only recently that they have been behaving this way. Well, I think I've had just about enough of this. Huh.
Speaking of which, as Genie of the Ring, can I ask you for a favor? Oh, Master, your wish is my command. Do you think you could take this judgment thing out of my chest for me? Huh. I am sorry. Hey, no worries. Cheer up. Don't sweat it. Anyways, no adventure is fun if it's too easy, right? Although, it would have been nice if your magic did work. In any case, okay then, let's keep going. Yes. Der grüne Weltenring. Bam, kriegen wir am Ende ein Audi-Zeichen oder die Olympiade zusammen. Dann ist ja gut. Make believe me boy. Warum haben wir noch nicht das nächste freigespielt? Okay, wir haben zwar den Weltenring, aber scheint noch was zu fehlen. Hol dir das Ei des Petosaurus. Ich denke gerade, da fehlt doch eine Welt. Wo soll ich denn jetzt hin? Meinetwegen. Das Ei des Petosaurus. Oder wie auch immer der ausgesprochen werden soll. Ich tue, was ich kann. Keine Ahnung, was ich tun soll, aber ich tue, was ich kann. Vier? Sind die Viecher gemeint, ja? Ich hasse es, wenn er dran vorbeiläuft. Ich tue, wie spastig die Wii-Fernbedienung nach hinten neigen, aber bringt dann auch nichts mehr. Ach, die folgen mir einfach wie Yoshi's Island mäßig. Okay. Wenigstens haben sie eine Erklärung. Nicht zerstören, nur einsammeln die Eier. Dann ist ja gut. Ah, da habe ich eins gesehen. Warte mal. Das war eine Feuersee. Ups. Egal. Ach, das Ei bin ich auch wieder losgeworden, weil ich mich hab treffen lassen, oder was? Was wollen die mir erzählen? Nächster. Ach, schon wieder eins verpasst. Nee. So geht das auf keine Dino-Haut. Die zwei sollte man schon mitnehmen. Er läuft dran vorbei, Mann. Er läuft dran vorbei. Kein Kommentar. Ich bin geil auf Dino-Eier. Gibt immer schöne Omelettes. Jetzt wollte ich mal nur vorbei, ohne zu kämpfen, aber das wollen die wohl nicht. Schon wieder losgeworden, ne? Dübel, Dübel, sprach der Dübel. Und verschwand in der Wand, wo ihn niemand mehr fand. Affe. Ich weiß doch, dass da ein Ei ist. Ich geh nochmal zurück. Da steht 0 von 4, obwohl wir 1-3 haben müssen. Hä? Oder müssen wir die irgendwo hinbringen? No idea! Das habe ich gemerkt. Ich glaube, ich muss die Eier irgendwo hinbringen. So richtig checken tue ich es aber nicht. Tschüss! One, go. This is. Also zählen auf jeden Fall nicht, komischerweise. Lass dich nicht treffen, mach dein Ding. Kriegst ja noch deine Chili Dogs. Fand ich übrigens sehr nice. Kommt erst dann im zweiten Teil. Im schwarzen Ritter. Ja, habe ich nicht reingebracht. Irgendwie. Ja, dass man nochmal die Chili Dogs auspackt, die ja bekanntlich Sonics Delikatesse sind. Lieblingsspeise. In der TV-Serie wurde es oft thematisiert, aber in den Spielen eigentlich nicht.
Ich habe das eine Ei verpasst, ja. Was machst du denn? Krasse Abkürzung, für wahr, aber du hast 20 Eier verpasst. Unsere Aufgabe ist, die Eier zu finden, Sonic. Und zu den Nestern zu bringen, was eine Arbeit. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Oh, oh man. Gut, wenigstens ohne Gegner. Okay, dann ist es schon mal ein bisschen chilliger. Übrigens das Ei mit grünen Tupfen. Also ich weiß nicht, was Yoshi dazu sagen wird, ne? Das gibt mir halt schon zu denken gerade. Es gibt nur dieses eine Nest, oder was? Das ist schwer hier. Hab's gemerkt. Nicht easy, ey. Das war ziemlich knackig. Mhm. Da war noch einer, den müssen wir auch besiegen. Schätze ich mal ganz frech. Hallo? Bloß aufpassen jetzt. Ich hasse diese Surfbereiche. Ja. Mhm. Danke! Aber warum ist es ein Ei weg? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Kann ich das endlich mal abliefern? Wie mache ich das denn? Weiß es nicht. Da müsste es eigentlich drin sein, aber... Ist vielleicht das Falsche, oder was? Geht in diese Mission... Leute, weiß das zufällig jemand? Ich weiß, ich stelle mich an wie ein abgelaufener Joghurt, aber trotzdem. Tatsächlich, es scheint 4 Nester zu geben und jedes muss in das eigene Nest. Was zur Hölle in Gottes Namen? Nicht cool. Geh doch mal nach links, komm. Ziemlich bekloppte Aufgabe, um ehrlich zu sein. Er will nicht nach links. Hat er keinen Bock zu. Aha. Okay. Jetzt haben wir dieses Ei. This is a dinosaur egg? Ach komm schon, das ist doch ein Beschiss. Es ist so ein schlechtes, so eine Scheißmission. Mal ernsthaft, was soll das denn? Erstmal bekommst du die Eier kaum. Dann sollst du die noch ins passende Nest ablegen, im Ernst jetzt? Soll ich das merken, wo die scheiß Nester wären? Bist du ja echt mal erstmal eine halbe Stunde beschäftigt, ne? Ja, und deswegen machen wir das jetzt nicht, sondern ein andermal. Das dauert ja wirklich über eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, bis ich das gebacken kriege. Und deswegen mache ich das offscreen, diese Aufgabe. Tut mir leid. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao! Und endlich geschafft. Glaubt mir, offscreen war es besser. Ging schneller als ich dachte. 11 Minuten 46. Damit kann ich zufrieden sein. Und die Eiersuche hat ein Ende. Gut. Schön, dass sich das auch erledigt hat. Und
Jetzt kann ich auch wirklich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.